Herzlich willkommen zum Wochenblick mit CMC Markets und in dieser Woche mit dem Konstantin Oldenburger, der mein Gast sein wird. Wir blicken auf den Technologiesektor aus den USA und natürlich auf Jerome Powell, der dafür sorgte, dass es dort ziemliche Unruhen, was die Kurse anging, gibt. Und wie es weitergeht mit den Notenbanken, ja, das wollen wir auch gleich ergründen. Hallo Konstantin. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Sendung. Ja, ich wollte mich nicht hier größer machen optisch, als ich bin. Es geht ja letzten Endes auch um dich und deine Analysen. Du hast uns eine Menge mitgebracht und vor allem erst einmal das, was Jerome Powell gestern gesagt hat. Warum gingen denn die Märkte so auf Tauschstation? Ja, richtig. Gestern ein sehr aufregender Handelstag. Dickes Minus in den US-Indizes vor allem. Auch der Germany 40 oder auch der DAX sind hier in Bedrängnis gekommen, haben ebenfalls nachgegeben nach den starken Gewinnen der Vortage. Und ja, es beginnt eine sehr wichtige Phase jetzt am Markt. Und wir warten jetzt dann auf die Bestätigung möglicherweise der Aussagen vom FED-Chef. Und zu diesen möchte ich kurz etwas einblenden. Und hier haben wir dementsprechend die Äußerungen von ihm, die waren gestern sehr, sehr hawkisch, das muss man eingestehen. Letztendlich gibt es keine Hinweise mehr, dass die Fed von einer Pause demnächst sprechen wird oder gar einen Schwenk vollziehen wird, wie noch im Januar vom Markt letztendlich gedacht. Aktuell muss man feststellen, dass ebenfalls die Zinsen, also die Zinsterminkurve, dass die sehr stark angestiegen ist, sodass auch die Äußerungen darauf hindeuten, dass die Fed bereit ist, den Zins weiter zu erhöhen als die aktuelle Projektion, die sie am 14. Dezember vollzogen hat. Im Moment geht der Markt von einem Spitzensatz von ca. 5,5% aus. Goldman Sachs hat gestern sogar eine Studie veröffentlicht, die gehen sogar bis 6% aus, dementsprechend ja sehr, sehr hawkisch. Der Ton, der da angeschlagen wurde und der Markt versucht, das Ganze zu verarbeiten. Die erste Reaktion war, wie bereits gesagt, sehr negativ. Somit kann man auch sagen, dass am 22. März die Wahrscheinlichkeit auf eine Anhebung bei 100% liegen. Das bedeutet, es wird immer noch entschieden, also zwischen 25 und 50 Basispunkten. Da muss man eben sehen, wie das Ganze dann ausgeht und die Wahrscheinlichkeit für diese 50 Basispunkte, die steigt immer höher und ist von Anfang Februar von gerade mal 2% auf jetzt deutlich über 30 angestiegen und das macht dem Markt ein bisschen Sorgen. Das beeinflusst am Ende ja auch das Währungsverhältnis zwischen dem Euro und dem US-Dollar. Das können wir uns vielleicht ja auch nochmal exemplarisch mit anschauen. Ja, sehr gerne. Ich würde hier für den Euro-Chart kurz einblenden und dann können wir uns das Ganze zusammen anschauen. Ja, geht es ebenfalls um eine sehr wichtige Phase und Zone, die wir im Euro erreicht haben. Hier ist praktisch die Jahresbewegung, die wir aktuell in den letzten 3 Monaten gesehen haben. Wir haben also am 6. Januar, also zu den Heiligen Drei Königen, in diesem Jahr den Tiefpunkt bisher gesehen. Dann gab es einen steilen Anstieg, nachdem die EZB auch sehr hawkisch wurde. Und von dem Hochpunkt an der letzten EZB-Sitzung ging es jetzt deutlich abwärts. Und man muss sagen, dass der Jahrestiefpunkt durch diese hawkische Fed jetzt auf einmal ja auf jeden Fall in Bedrängnis ist. Die Bullen im Euro, die haben dementsprechend jetzt noch eine Chance in dem Sinne, dass wir den Tiefpunkt vom 27. Februar verteidigen. Und eine Bedingung ist jetzt ebenfalls entstanden in dieser Woche. Das ist hier der Hochpunkt, der bei 1,07 gesetzt wurde. Dieser muss nach oben durchstoßen werden, damit sich der Euro erneut aufrappeln kann und dann vielleicht sogar in die nächste Woche, in die EZB-Sitzung, erneut einen Anstieg in Richtung 1,08 und 1,1040 vollziehen kann. Bei einem Ausbleiben dieses Anstieges, deswegen kann auch gleichzeitig dieser Hochpunkt von dieser Woche als Kontrollmarke oder Orientierungsmarke auch für die Bären genutzt werden. Und hier kann man den Fall durchspielen, dass solange der Hochpunkt von dieser Woche
nicht überschritten wird, die Bären leicht im Vorteil liegen und es praktisch eine Frage der Zeit ist, bis der Jahrestiefpunkt vom 6. Januar nach unten gebrochen wird. Und das bedeutet, dann würden die Bären die Kontrolle gewinnen und dann droht ein weiterer Abverkauf in Richtung 102 in den nächsten Wochen und Monaten. Diese schlechte Stimmung, die es im Euro zu sehen gibt, die sieht man ja auch beim Gold, weil auch der Goldpreis in US-Dollar notiert. Und wenn da natürlich Stärke reinkommt im Dollar, hat man dort ein ähnliches Szenario, oder? Ja, absolut. Das ist genau richtig. Und der Dollar ist praktisch das Damoklesschwert für den Goldpreis. Wir sehen eine sehr starke Korrelation. Das bedeutet, steigt der Dollar, fällt der Goldpreis. Und diese Situation haben wir jetzt ebenfalls hier vorliegen. Was vielleicht den Goldbullen etwas Mut zusprechen kann, ist aktuell der Fakt, dass wir im Gold im Moment eine kleine Divergenz aufbauen zum Euro-Dollar. Das ist jetzt im Moment nur auf Intraday-Basis zu vollziehen oder nachzuvollziehen. Und da könnte etwas im positiven Sinne für die Goldbullen passieren, wenn der Tiefpunkt vom Monatswechsel, also vom 28. Februar, im Gold nicht unterschritten wird. Dann hätten wir praktisch ein neues Tief im Euro gesehen gegen den Dollar und im Gold eben nicht. Und somit würde eine positive Divergenz zwischen diesen beiden Assetklassen entstehen und beides wäre nicht mehr synchron und kann dementsprechend für eine neue Goldstärke dann sorgen. Diese Divergenz beiseite geschoben, muss Folgendes auch gesagt werden. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlusskurs über die 1860. Das ist ebenfalls das Wochenhoch von dieser Woche. Diese Marke, die muss nach oben durchstoßen werden, damit dementsprechend die Goldbullen dann erneut den Run in Richtung Jahreshoch, also in Richtung 1960 und später dann auch in Richtung Allzeithoch in Dollar gerechnet angehen kann. Und das ist hier die sehr wichtige Entscheidung, die in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich gefällt wird. Also über 1860, sehr gut, da haben die Goldbullen sich Raum und Luft verschafft und unter 1800 wird es eng und dann muss man sogar die komplette Erholung seit Ende November in Frage stellen, dann drohen weitere Abverkäufe. Kann man das auch auf den Nasdaq so ein bisschen überstülpen, weil steigende Zinsen ja am Ende für die Technologiewerte, die zum großen Teil fremdfinanziert sind, manche machen ja noch nicht mal Gewinn, dann so ein bisschen rotes Tuch sind? Es fällt tatsächlich auf, der Dollar korreliert ebenfalls, also nicht nur mit dem Gold, sondern im Moment auch sehr stark mit dem Aktienmarkt. Das hat man jetzt vor allem im Oktober gesehen, wenn man mal vergleicht, wann der Euro bzw. der Dollar seinen Höchststand gesetzt hat und wann die Indizes, also da kann man beliebig wählen, wann die Indizes ihren Tiefpunkt gesetzt haben. Da fällt eben auf, dass es zeitlich sehr nah beieinander liegt. Und der Dollar, der hat ja dann dementsprechend seit diesem Zeitpunkt sehr stark verloren an Wert und die Indizes konnten in diese Rallye-Phase, die wir aktuell sehen, übergehen. Und jetzt ist dann natürlich die allgemeine Frage, sind wir in einem neuen Bullenmarkt oder ist es immer noch ein Bärenmarkt? Das ist natürlich sehr schwer zu bewerten im Allgemeinen, weil natürlich die Hochpunkte noch nicht rausgenommen sind. An sich kann man sagen, der Technologieindex, also MDAX 100, wie Sie es hier sehen, der hat immer noch die Chance, dass wir seit diesen Tiefpunkten im Oktober einfach höhere Hochs und höhere Tiefs setzen, somit potenziell tatsächlich diesen Trendwechsel hinbekommen haben. Und hierfür wäre dann in den nächsten Monaten ebenfalls wichtig, neue Hochpunkte zu setzen. Also wir brauchen einen Anstieg über die 12.870 in Richtung 13.500, sodass wir dann an dieses Augusthoch von letztem Jahr herankommen und dort dann offiziell sogar einen Bullenmarkt auslösen können. Kurzfristig muss gesagt werden, dass der Tiefpunkt von letzter Woche sehr, sehr wichtig ist in diesem gesamten Kontext. Ich habe den hier mal bereits eingezeichnet. Das waren die 11.800 rund und diese Marke sollte man sich merken. Solange der MDAX oder der Technologieindex über dieser Marke notiert, besteht aktuell erneut die Chance, in Richtung der Jahreshochs, also in Richtung 12.800 anzusteigen. Und dieser Rücklauf, den wir jetzt gestern gesehen haben, den gilt es zu beachten und zu beobachten innerhalb des Retracements, was dadurch entstanden ist.
Und dieses Retracement befindet sich bei 12.215 und 12.060. Und durch diese Zone würde sich dann eben anbieten, gegen den Tiefpunkt zu arbeiten, um diesen bullischen Push nach oben zu bekommen. Und andersherum gesprochen, bricht diese 11.800, so war praktisch diese Erholung nur temporär und der Bärenmarkt oder der Abverkauf würde hier fortgesetzt werden mit weiteren Abverkäufen in Richtung 11.500 und später auch in Richtung 11.190 Punkten. Aber genau, es sieht nicht so schlecht aus im Moment. Da bin ich gespannt, wie die Wirtschaftsdaten am Freitag und dann auch in der nächsten Woche die Verbraucherzahlen in den USA ausfallen. Genau, das wollte ich hier auch noch mit als abschließende Worte skizzieren, dass wir ja heute die ADP-Daten aus dem Arbeitsmarkt in den USA haben, Freitag dann die Non-Farm Payrolls. Also das dürfte so ein bisschen das Zünglein an der Waage dann werden, richtig? Ja, absolut. Also der Fed-Chef Powell hat auch gestern angedeutet, die Fed ist zwar bereit, höher zu gehen, gar keine Frage, aber er hat auch im Nebensatz, und das ist vielleicht wichtig und möglicherweise ist es auch untergegangen, er hat gesagt, nur wenn es die Daten erfordern. Und damit ist natürlich auch eine Hintertür da und keine Garantie, dass es höhere Zinsen gibt. Aber die Fed ist bereit, das zu setzen oder zu machen. Und deswegen reagiert der Markt jetzt aktuell ängstlich und wartet dann auf die Zahlen, um das eben zu bestätigen oder nicht. Wir werden es auf alle Fälle in der Berichterstattung berücksichtigen, auch auf YouTube bei CMC Markets gern vorbeischauen. Und dann freue ich mich auf das nächste Interview mit dir, Konstantin. Bis bald. Alles klar. Vielen Dank, Andreas. Gute Zeit. Bis bald. Ade. Danke.